Schlimmste am Bikepacking ist das Packen. Vor allem bei schlechtem Wetter ist es super nervig, morgens wieder alles einzupacken. Und dann das ganze teure Zeug wird schmutzig. Aber ist halt so. Die eierlegende Biwaks-Mollmilchsau, wie auch immer. Eigentlich wollte ich das Teil schon längst mal testen, hatte aber aufgrund von Arbeit gar keine Zeit. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mal wieder Krebshandschuhe an. Das heißt, es geht mal wieder um ein Wintervideo. Und zwar möchte ich morgen nach Leipzig fahren, werde dann das Freeze 400 fahren. Also das sind 440 Kilometer, 5000 Höhenmeter. Wir haben heute den 14. Dezember. Gerade sind Plusgrade. Vor einer Woche waren es noch absolute Minusgrade, Katastrophe. Egal wie, das heißt, wir haben Schnee, wir haben Schlamm, wir haben Regen, wir haben absolutes Dreckswetter. Heute soll es hauptsächlich ums Thema Overnighter gehen im Winter. Klar, Klamotten sind wichtig, Handschuhe mega, mega wichtig, vor allem wenn du morgens zusammenpackst. Klar, beim Zusammenpacken ist ein Handschuh vielleicht nicht ganz so geil, aber wenn du losfährst und frierst und kalte Hände hast, ist das sowas von unangenehm. Nein, kein Bock drauf. So, zum anderen, wie immer, meine Raffa-Jacke, die ist mega cool, hat eine Kapuze, kann man einklappen so ein bisschen. Innen habe ich so ein rosa Plüschmaterial, das ist Polartec, das ist richtig cool. Hat auch die North Face-Jacke, die ich schon mehrfach empfohlen habe, die ist auch für den Preis wirklich super. Das Ding hier ist schweineteuer, hält einigermaßen, ist aber dafür super warm und für den Winter echt geil. Handschuhe neu von AGU, Deep Winter, meine Rip-Rap, die Winter sind leider gerade ein bisschen durch, gab es nicht zu bestellen in meiner Größe. Cool ist, die Dinger hier könnten wasserfest sein oder sollen zumindest wasserfest sein. Finde ich ganz nice, haben Reflektoren, Krebshandschuhe. Persönlich muss ich sagen, die Rip-Grap haben mehr Grip. Hier habe ich halt eine laminierte Oberfläche, was natürlich bei Niesel, Regenwetter vielleicht gar nicht so schlecht ist. Ansonsten Schuhe. Immer wieder ein wichtiges Thema. Ganz wichtig. Schuhe werden nie geputzt. Lake-Schuhe allgemein sind zwar ziemlich teuer, bieten dafür aber einiges. Und zwar eine sehr hohe Qualität, Haltbarkeit, so vor allem die Winterschuhe halten sehr warm. Das sind die dicksten, wärmsten Winterschuhe, die ich besitze. Und da es am Wochenende nicht nur kalt, sondern auch mega schlammig wird, werde ich die Schuhe anziehen. Sie sind wasserfest, haben eine hohe Regenresistenz und ich glaube, am Wochenende wird es eine absolute Schlammschlacht. Und da kann ich mich nur für die Schuhe empfehlen. Und da kann ich mich nur für die Schuhe entscheiden, weil, wie gesagt, ich werde durch Schlamm warten und mega viel Spaß haben. Allgemein soll es heute um vier Dinge gehen und die erste Sache zeige ich euch heute. Mein Reißverschluss hängt fest, toll. Hier, eine Downjacke habe ich noch nie besessen, habe ich nie gebraucht, aber fürs Atlas Mountain Race brauche ich so ein Ding. Was ich ganz witzig finde, die ist wirklich mega, mega dünn, dafür auch super leicht, Gewicht blende ich ein. Die Jacke selbst ist von Specialized, Modell fällt mir gerade nicht ein. Ist ganz praktisch, wie gesagt, sie ist sehr dünn, aber wenn man Fahrrad fährt, braucht man eh nicht so eine dicke Jacke. Ich habe eine Kapuze, was vielleicht negativ ist, ich habe hier ums Gesicht keine Kordel, kriege aber, denke ich, meinen Helm über, wenn es wirklich sehr, sehr kalt sein sollte. Und ansonsten ist es halt eine normale Downjacke für so ca. 200 Euro. Da kann man sich auch eine von Decathlon kaufen. Großes Minus an dieser Jacke finde ich der Reißverschluss. Also man muss hier wirklich sehr vorsichtig sein und die linke Seite raushebeln. Weil ich habe echt Angst, dass der Reißverschluss kaputt geht. Und ich möchte nicht die Jacke mit Kabelbindern reparieren müssen. So, mein Bike selber, ich habe mittlerweile 50er Reifen drauf, Schwalbe Givaum Ultrabite, passt rein, ich habe noch genug Platz, theoretisch, Umwerfer passt, witzigerweise gibt Shimano die nur bis 47 frei, finde ich mega interessant, Aerobus sowieso keine Frage und vorne wie immer die Lupin. Kommen wir zu den wichtigen Dingen im Leben. Schlafen. Und
zum Thema Arschrakete, das habe ich nochmal mitgebracht. Es gibt natürlich diese Packsäcke, die genauso groß sind wie eure Arschrakete. Ganz ehrlich, habe ich Geld für ausgegeben, habe ich noch nie genutzt, weil das ist super umständlich. Du kriegst den Sack nie 1:1 in die Arschrakete rein und man kriegt alles viel besser komprimiert, wenn man alles einzeln in die Arschrakete reinstopft. Schlafsack, Isomatte, wie gesagt, ist für mich einer der größten Fails, die ich je gekauft habe. Würde ich nicht verkaufen, habe ich nie genutzt. Und das Einzige, was bei mir überhaupt und jemals in einen Packsack landet, ist meine Isomatte. Weil hier habe ich die Thermarest Uber Air Light. Die ist ziemlich leicht, ist eine 3-Jahreszeiten-Isomatte. Die hatte früher das Problem, dass sich das hier gerne aufgebläht hatte. Die Isomatte wurde da überarbeitet, ist top. Ich fahre damit seit 1,5 Jahren umher und bin super zufrieden. Und da eine Isomatte teuer ist, eine gute, immer im Packsack. Jetzt das Wichtigste für den Winter allgemein. Rapunzel, das dann mal herunter. Der Schlafsack. Yay. Und das Ding hier ist richtig, richtig geil. Komforttemperatur minus 5 bis Extremkomfort minus 12 und maximal minus 32. Der Schlafsack selber ist der Raab Mystic. Ist zwar mega teuer, aber natürlich ist das eine Investition fürs Leben. Das Tolle allgemein, außen habe ich Synthetik, das heißt, der kann auch ein bisschen Kälte, Nässe ab. Und innen habe ich schöne Daunen, ist relativ bequem, finde ich bisher sehr positiv. Und ich bin mal gespannt, wie der sich am Rande schlägt. Ich habe bisher echt vieles ausprobiert. Ich habe ein Biwak-Zelt von Snutpack, das Ionsphere, Stratosphere, ich sehe da nie durch, eigentlich habe ich beide, mit 1,2 Kilo. Ist ganz okay, ist ganz nett, aber es wiegt halt 1,2 Kilo für Ultralight, für Berge ist es mir zu schwer. Und mit dem neuen Schlafsack, der so grob 800 Gramm wiegt, was auch vollkommen okay ist für Fahrradfahren, spare ich nochmal Gewicht an anderer Stelle. Eigentlich spare ich Gewicht mit der Hängematte, aber spann eine Hängematte mal im Gebirge auf oder nachts, wenn keine Spots kommen, keine Bäume. Und was ist da besser als, genau, das Ding, was echt jeder hat. Der Outdoor Helium BB Research. Das habe ich beim Mountain Equipment geguckt, muss sagen, schwierig. Das Ding soll angeblich regenfest sein, ist es nicht. Man schwitzt da drinnen, selbst die Mitarbeiter im Globetrotter haben mir davon abgeraten. Der hier ist zwar nicht die eierlegende Biwak-Wollmilchsau, so wie auch immer. Wird übrigens nie wieder unterwegs im Packsack sein, maximal zu Hause. Und ja, Farbe silbergrau ist ganz okay, gibt es auch in anderen Farben. Ist viel. Der Biwaksack allgemein wiegt 400 Gramm, ist relativ leicht. Eigentlich gibt es dafür noch ein kleines Gestänge für den Kopf, aber ich bin dafür zu blöd. Ist halt so. Und ich denke mal, wenn ich abends schlafen gehe, habe ich eh keinen Bock mehr, eine Stange aufzubauen, sondern ich will mich einfach in den Schlafsack legen, schlafen. Wir haben Eingang hier am Kopf. Wir haben ein Moskitonetz, das man auflassen kann. Allgemein ist sowieso zu empfehlen, den Zipper ein Stück aufzulassen, weil Biwaksäcke natürlich immer ein bisschen schwitzen. Und wie Nils mir letztens gesagt hat, im Winter draußen ist der Sack nass geworden, aber in Regionen, die sehr, sehr trocken sind, wie Marokko, aber kalt, ist alles cool geblieben, von daher bin ich guter Hoffnung. Ist mit Preise vom Preis her ganz okay und von daher mal gucken. Alle Links sind übrigens auch in der Beschreibung natürlich verlinkt. Ich verdiene daran gar nichts. Und wenn ihr Bock habt, dass ich mal ein Vergleichsvideo Hängematte, Biwaksack, Zelt mache, schreibt es in die Kommentare. Habe ich mittlerweile alles, habt ihr für Geld ausgegeben, alles hat seine Vorteile. Eine Hängematte ist mega leicht. Aber du musst Bäume finden. Zelt, cool, aber braucht viel Platz, wiegt manchmal mehr. Und Biwaksack, naja, man ist halt in einem Leichensack begraben, kann sehr beengt sein, hat alles seine Vor- und Nachteile. Komfort ist so eine andere Sache.
werde das Ding jetzt übrigens ohne Isomatte aufbauen, weil ich echt keine Lust habe, die Luft da wieder rauszulassen. Es ist relativ frisch, ohne Handschuhe, ein bisschen doof. Von daher seht ihr das beim nächsten Mal. Und immer zu empfehlen, im Winter ist ein Husky. Und vor allem, abonnieren nicht vergessen. Jetzt gibt es nur noch eine Mission. Und zwar den Mist hier reinkriegen. Hat nicht geklappt. Was übrigens richtig, 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 richtig nervig wird, das Ganze am Wochenende mal mega viel Schlamm zu machen, habe ich richtig Lust drauf. Nicht. Viele machen das übrigens so, sie transportieren Isomatte, Schlafsack und Biwaksack in der Lenkerrolle, rollen alles als Paket ein, ist bei Regen natürlich die beste Variante. Vielleicht werde ich das auch machen, glaube nicht an diesem Wochenende, aber vielleicht nächstes Jahr. Was theoretisch auch klappen sollte, das Ganze wie Bettwäsche einfach aufzuschütteln. Und der schlimmste Akt jetzt ist da reinkommen. Ein Zelt kommst du easy rein, Hängematte fällst du höchstens raus. Und Biwaksack hat halt nur leider eine Öffnung. Was ich ganz nett fände, wäre, wenn man einen Reißverschluss an der Seite hätte, wie beim normalen Schlafsack. Aber ist halt nicht. Von daher muss man sich halt quälen. Eigentlich wollte ich das Teil schon längst mal testen, hatte aber aufgrund von Arbeit gar keine Zeit. Aufgrund meiner Wochenendarbeit hatte ich aber leider bisher gar keine Zeit, das Ding zu testen. Aber wie gesagt, hier ist übrigens die Aufhängung für die Stange. Theoretisch ganz einfach, ist auch wirklich nur eine, aber schwierig. Was ich jetzt persönlich relativ schwierig finde, je nachdem, ist den Schlafsack zuzumachen. Und theoretisch liege ich jetzt relativ bequem, selbst ohne Isomatte. Hab den Biwaksack hier ein bisschen auf und allgemein alternativ, was sich natürlich meistens besser anbietet, ist das Moskitonetz. Man sieht, wie es hell wird. Und im Sommer vielleicht auch ganz angenehm. Allgemein finde ich das Teil auch richtig gut als Unterlage. Falls man im Sommer keine Lust hat, im Zelt zu schlafen, hat man trotzdem eine Unterlage für die Isomatte, die nur 400 Gramm wiegt, kann man eigentlich mit leben. Und falls es doch mal kälter wird und regnet, ist man vorbereitet. Ich sehe gerade, das könnten auch die Ösen für die Stange sein. Aber wie gesagt, ich bin dafür zu blöd. Und werde es, glaube ich, eh lassen. Das Ganze werde ich morgen alles mal testen. Der Plan ist quasi morgen Abend mit dem Fahrrad nach Leipzig zu fahren. Dann Samstag früh am Hauptbahnhof zu starten. Einmal durch den Harz. Wie gesagt, 440 Kilometer, 5000 Höhenmeter, Fries 400. Letztes Jahr gab es 7 Versuche, 6 sind gescheitert. Dieses Jahr gibt es die gleiche Strecke nochmal. Ist vielleicht eine ganz gute Vorbereitung auf etwas, das ich im Februar fahren möchte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich packe jetzt wieder zusammen. Liken, abonnieren, kommentieren und wenn ihr Fragen habt, stellt sie. Ciao! Und der größte Nachteil an so einem Biwaksack ist natürlich, wenn es regnet, bist du komplett gefickt. Und größter Tipp, nehmt die Schuhe mit ins Zelt, Biwaksack, was auch immer. Dann sind sie morgens nicht arschkalt. Bikepacking ist das Packen. Vor allem bei schlechtem Wetter. Es ist super nervig, morgens wieder alles einzupacken. Und das ganze teure Zeug wird schmutzig. Aber ist halt so. Eigentlich ist ja die meiste Zeit so im Februar, Oktober in meinem Schlafsack gefroren. Und ich habe jetzt mal über Werkzeit geguckt und da ist ja ein Sommerschlafsack installiert. Mit der Bär, aber ist das der Grund? Wie man sieht, passt es richtig schlecht rein. Pro-Tipp: Macht die Arschlöcher wieder ab. Dann rutscht es auch besser und lässt sich deutlich besser stoppen.